Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein Willkommen an die Pressevertreterinnen, die uns heute zuhören, an die Partnerinnen und auch an die Community der Vienna Art Week. Es ist ja ein besonderes Jahr, wie Sie wissen, und wir haben uns eben zu diesem Online-Pressetalk entschieden und freuen uns sehr, dass dieser anlässlich der Eröffnung der Vienna Art Week 2020 Living Rituals heute hier stattfinden kann. Wir haben zwar eine andere Situation, aber wir haben trotzdem wie immer eine hochkarätige Runde für das Pressegespräch zusammengestellt, und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen, der Reihe nach. Es ist dies Martin Böhm, Präsident des Art Cluster Vienna, Robert Punkenhofer, künstlerischer Leiter der Vienna Art Week. Stella Rollig wird uns zugeschaltet mit einem Video-Statement. Sie ist die wissenschaftliche Direktorin und Generaldirektorin des Belvedere. Ursula Grinzinger, Galeristin, wir freuen uns sehr, dass sie auch mit dabei ist heute. Roswitha Schuler, Künstlerin. Und Reinhold Zisser, Künstler und freier Kurator, Begründer der Notgalerie. Bevor ich an Martin Böhm übergebe, nochmals zur Erinnerung: Sie können Ihre Fragen via E-Mail bzw. über SMS oder WhatsApp uns zusenden, und wir werden die am Ende, wenn alle Personen ihre Statements abgegeben haben, auch einbringen, Ihre Fragen. Und wir haben auch zwei Zuspieler im Rahmen dieses Presse-Online-Talks. Und ich darf jetzt das Wort an Martin Böhm übergeben. Ja. Vielen Dank. Ja, danke, dass Sie alle teilnehmen und auch, dass Sie gekommen sind. Wir sitzen hier im geschlossenen Kaffeehaus des Dorotheums und in einer doch sehr ungewöhnlichen Situation. Ich möchte nur sagen, dass wir im Frühjahr, wie die Planungen begonnen haben, eigentlich schon im Dezember des vorigen Jahres, war alles irgendwie auf Schiene, und dann im März ist doch die sehr dramatische Situation eingetreten des Lockdowns, und wir haben uns wirklich überlegt, was wir machen, ob das überhaupt möglich sein wird, die Art Week abzuhalten, weil wir damals schon gesagt haben, ja, man wird wahrscheinlich nicht reisen können und es wird sehr schwierig werden. Aber wir haben gesagt, nein, es muss sein. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, und gerade in einer Zeit, die sehr schwierig ist, ist es wichtig für die Künstler und die Kunstschaffenden, diese Veranstaltung zu machen und einfach die Bühne zu geben. Und wir haben dann überlegt, dass das nicht in der normalen Form sein wird, und haben eigentlich ein verändertes Konzept gemacht. Ein bisschen natürlich, es war klar, dass es keine Partys geben wird und dass es in einer Variante sein wird, wo weniger Menschen sein können nur. Dass es aber natürlich jetzt uns so hart trifft, damit haben wir eigentlich nicht wirklich gerechnet. Also wir haben eigentlich gedacht, dass es mit großen Restriktionen sein wird, und sind dann jetzt vor 10 Tagen natürlich ein bisschen überrascht worden von dem nochmaligen Lockdown, und konnten aber dann, das muss ich sagen, und das ist wirklich ein großes Dankeschön an alle Programmpartner und an das ganze Team der Art Week, binnen 10 Tagen alles komplett digitalisieren. Da ist uns sehr zugute gekommen, dass wir im vorigen Jahr schon eine Digitalisierung gestartet haben, dass wir eine neue Homepage gemacht haben und einfach die ganze Basis gelegt haben, und so konnten wir wirklich in kürzester Zeit das ganze Festival digital umdrehen. Es ist aber so, dass ich trotzdem, muss ich sagen, es sehr schmerzlich ist, vor allem, dass wir einen der ganz wesentlichen Punkte, die Studio-Visits und die Sichtbarkeit der Künstler, dass das einfach doch eingeschränkt ist. Wir werden sehr viele Sachen digital machen, aber es ist natürlich doch etwas anderes, wenn die Sachen live stattfinden werden. Und deshalb ist es mir auch wichtig zu sagen, dass wir diese Studio-Visits, sobald die Lockdowns vorbei sind und sobald es wieder irgendwie technisch möglich ist, nachholen werden. Also das ist uns ein ganz großes Anliegen, um eben den Künstlern hier eine Bühne zu geben, um sie auch wieder in den Fokus zu rücken, denn die sind eigentlich sicher mit die Hauptleidtragenden in dieser Corona-Krise.
Noch einmal ein großes Danke an alle Institutionen, die mitmachen, allen voran die Mitglieder, also die ganzen Museen, die natürlich auch in einer sehr schwierigen Situation sind, aber dass sie uns auch alle die Treue gehalten haben. Wir haben keine einzige Absage bekommen und auch ein ganz besonderes Dankeschön an alle Unterstützer, allen voran natürlich die Stadt Wien, das Bundeskanzleramt und auch die Wiener Städtische, die uns hier wirklich die Treue gehalten haben in dieser sehr schwierigen Zeit und das ist alles, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und jetzt möchte ich dem Robert, der das ganze Festival aufgebaut hat, das Wort übergeben. Vielen Dank. Ja, danke Martin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Böhm hat das schon ausgeführt. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch ein kleines Wunder, dass wir hier und heute hier sitzen können. Letztendlich, wir haben jetzt schon das 16. Jahr und ich kuratiere und organisiere seit über 25 Jahren Festivals und Ausstellungen, aber dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir im laufenden Prozess zweimal so quasi die Question of Abandonment stellen mussten, dürfen, können, sollen wir die Artweg machen, das ist mir noch nie passiert und ich glaube, es ist wirklich nur dank, wie Martin erwähnt hat, dank fantastischer Partner, fantastischer Künstler und auch eines fantastischen Teams möglich gewesen, hier wirklich diese Artweg auch heuer durchzuführen. Für uns war klar, schon im März, dass wir es so nicht machen konnten wie bisher. Wir haben insofern einerseits geschaut, wie können wir ein Maximum an Programmen digitalisieren, online streamen etc. Und gleichzeitig natürlich hat die Corona-Krise eine strenge Fokussierung auch bedingt, sprich ein Programm, das sicher jetzt nicht ganz so umfassend ist mit über 200 Veranstaltungen wie letztes Jahr. Es ist sicher auch so quasi die erste Veranstaltung, die wir jetzt durchziehen, ohne Live-Publikum. Wir haben ja letztes Jahr noch 35.000 Besucher gehabt bei allen Veranstaltungen. Das hat sich sicher auch geändert. Meine Hoffnung ist, dass wir eigentlich diese Zahl noch übertreffen, eben durch die digitalen Medien und damit auch noch mehr Besucher eigentlich abholen können und über diese fantastische Kunststadt Wien auch informieren können, was hier an spannenden Inhalten in dieser Stadt passiert. Das Thema Living Rituals haben wir im Jänner schon gesetzt, also noch vor dem Lockdown, noch vor der Corona-Krise. Und sobald die Corona-Krise ausgebrochen ist, ist uns bewusst worden, wie relevant eigentlich das Thema Rituale in unserer Gesellschaft ist. Wir haben jetzt neue Rituale, wie und hoffentlich nicht allzu lang, dieses ständige Maskentragen. Wir können keine Feste mehr feiern, keine Hochzeiten, also viele private, aber auch öffentliche Veranstaltungen, Rituale können nicht stattfinden. Und wir haben einen Proponenten auch während der Woche, nächsten Freitag, Byung-Chul Han, der sogar vom Verschwinden der Rituale spricht. Und wir haben uns in der Programmentwicklung gefragt, okay, ist denn wirklich so und was sagen Künstler und Künstlerinnen zum Thema Rituale? Und das reicht von sehr persönlichen Ritualen, wie zum Beispiel ein Klaus Mosettig, der jeden Tag sein Werk beginnt mit dem Spitzen von Bleistiften, aber geht hin zu sehr öffentlichen Auftritten wie Orgien Mysterien Theater von einem Hermann Nitsch oder auch Marina Abramovic mit sehr performativen Arbeiten oder auch neue Rituale, die von Künstlern gedacht werden können, wenn man davon ausgeht, dass Rituale in der Geschichte, speziell auch in unseren breiten Kreisen, sehr von Männern dominiert war, also sprich Ritualisten waren eigentlich immer Männer in der Geschichte und wo eine Künstlerin wie Elisabeth Samsonow das hinterfragt und auch hier im Rahmen einer Performance, einer Live-Übertragung auch ein Matriarchat ausrufen wird und spielerisch, künstlerisch neue Rituale schaffen wird. Wir haben heuer das Glück, eine Ausstellung machen zu können, ohne Publikum, Living Rituals in einem verlassenen Haus in Simmering, das von der Wirkung prädestiniert war, um hier mit künstlerischen Interventionen dieses Thema Rituale aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und wir haben innerhalb von nur 2 Monaten geschafft, fast 20 Positionen, 11 in Wien lebende Künstlerinnen und Künstler einzuladen und dann noch einmal weitere 10 internationale Künstler. Das Line-up hier reicht eben von genannten Erwin Wurm, Hermann Nitsch, Marina Abramovic, Hanna Kamun-Schuller, die dann noch sprechen wird,
Also ein sehr spannendes Line-up, und ich möchte bitten, dass wir kurz einen ganz kurzen Teaser einspielen zu diesem House of Rituals. Es gibt einen ganz kurzen Einblick über diese Ausstellung, die wird aber auch noch stärker dokumentiert werden, und sie ist auch mit einzelnen Slots, die wir vergeben können, ganz alleine mit dieser herrlichen Aura zu besichtigen. Ein weiteres Highlight ist natürlich sehr wohl, auch wenn wir jetzt diese Live-Besuche nicht machen können, die Ateliers in Wien und lebenden Künstlerinnen und Künstler. Wir hatten heuer über 270 Bewerber in unserem Call für die Open Studio Days, und mit einem sehr tollen Kuratorenteam von Thomas Drummer etwa oder auch Rita Vittorelli haben wir 100 Positionen auswählen können. Auch wenn wir jetzt diese Besuche, diese persönlichen, wo also dieses Haptische der Kunst und diese immer wieder überraschenden Einblicke und intimen Einblicke in das Schaffen der Künstler offenbart wird, wir versuchen das wirklich sehr, sehr intensiv über Online-Streaming, etwa zum Beispiel Samstag und Sonntag mit einem Marathon, einem Zoom-Marathon von Esel gehostet, durchzuführen. Sehr, sehr schnell, aber sehr spontan und sehr persönlich hoffen wir da, diese Studio-Atmosphäre sozusagen zu vermitteln. Und wir haben darüber hinaus auch in diesem Call betont, dass Künstlerinnen, die auch zum Thema Ritual was anbieten möchten während dieser Open Studio Days, dass wir hier noch eine eigene Ausstellung über diese Ateliers legen. Und da gibt es auch einen Atelier, einen Studio Parcours, wie wir es nennen, den wir hier mit rund 10 Künstlerinnen und Künstlern kuratieren konnten. Robert Schabel etwa oder auch Heinrich Dunst und viele andere mehr. Und auch das, glaube ich, wird das Thema noch einmal sehr, sehr fassbar machen mit den Ritualen. Was uns auch sehr wichtig war, wir haben versucht, eigentlich heuer das Vermittlungsprogramm noch einmal auszubauen und speziell auch auf Martins Initiative ein Sonderbudget zu generieren, wo wir Kunstvermittlerinnen speziell engagieren konnten. Auch das ist jetzt natürlich jetzt live nicht möglich, aber sehr wohl bieten wir über die gesamte Woche Montag bis Freitag jeden Tag von 16 Uhr, aber auch dann nochmal um 17 Uhr Slots an, wo Kunstvermittlerinnen durch Ateliers, Künstlergespräche, Live-Screenings etc. bieten werden. Auch das, glaube ich, hat die Corona-Krise sozusagen bedingt, dass wir da noch einmal stärker in diese Vermittlung gehen und auch stärker in diese Unterstützung von Kunstvermittlerinnen und Vermittlern, die auch wiederum von der Krise extrem betroffen waren und sind. Was auch ein Highlight für mich persönlich sein wird, ist natürlich die Arbeit der Galerien. Sie sind ja die einzigen, die derzeit offen halten können und dürfen. Und da bin ich auch froh, angefangen von Frau Dr. Grinzinger, dass wir Galerien wie Zen, König, Kagel, Rauminhalt, Leier, Dabeiner, Groen Nielsen, Hilger, Karim, also dass wir da wirklich ein fantastisches Line-up haben, und nützen Sie die Chance, hier diese Galerien auch in dieser Krisenzeit sozusagen zu besuchen und hier live auch Kunst und Künstler zu erleben.
Was mich auch besonders gefreut hat, Martin hat es gesagt, wir haben keine einzige Absage erhalten, ganz im Gegenteil, wir haben letztendlich auch entschieden, wir machen diese Art wie heuer, weil das Feedback sowohl der Künstlerinnen und Künstler als auch unserer Programmpartner so positiv war. Wir müssen in Zeiten wie diesen Flagge zeigen, und wenn die Besucher schon nicht zur Wiener Art wie kommen, egal, dann kommen wir als Art wie zu den Besuchern. Sprich, mit all diesen Online-Aktivitäten können Sie heuer die Wiener Art wie wirklich so quasi vom Wohnzimmer in der Badewanne, beim Abendessen, Tisch etc. Live erleben. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Programm auch unserer Programmpartner, fantastisch, wie innerhalb von nur 12 Tagen all diese Programmpartner umgestellt haben auf Online-Aktivitäten. Das fängt an zum Beispiel bei der Kunsthalle Wien mit Destination Serbistan von Sedemir Silnik, der ein Filmscreening anbietet, jeden Abend und kostenfrei, also gratis. Oder auch im MAC Creative Climate Care, die Akademien mit der Akademie der Bildenden Künste etwa, Lilly Falzer, Gangs of Performative Activism, also auch Online-Performances, die wir hier anbieten können. Oder auch die Universität für angewandte Kunst mit Schieben und Geschoben werden. Viele, viele spannende Projekte, auch einige, die wiederum mit dem Thema Ritualen spielen, etwa im Leopold-Museum, 100 Wasser und Boys, ein sicher fantastischer Vortrag von Bas und Brock über Kunst als Ritual in den 50er und 60er Jahren, oder auch die Langsheet, Palm Reading of Dumaraj, digitale Performance im Kunstraum Niederösterreich, und insgesamt ja auch heuer wieder fast 100 einzelne Veranstaltungen. Ich könnte noch jetzt lange fortsetzen, aber ich glaube, wir haben noch viele Wortmeldungen und möchte eigentlich zum Schluss wirklich noch einmal ganz, ganz herzlich danken. Wie gesagt, auch angefangen von den Programmpartnern, den Künstlerinnen und Künstlern, aber speziell auch unseren Förderern, allen voran das Dorotheum mit Martin Böhm und seinem Team, Alexandra Arnim hier an vorderster Front, oder auch Jelitzka und Partner, die uns das Haus zur Verfügung gestellt haben, die Stadt Wien, das Bundesministerium für Kunst, Bildraum und auch heuer wieder fast alle Bezirke, die hier voll mitziehen und gesagt haben, okay, trotz Corona, wir machen diese Art Week. Last but not least, wirklich, ich bin da extrem, jetzt wollte ich fast sagen, gerührt, aber auf alle Fälle sehr, sehr stolz auf ein fantastisches Artweek-Team. Allen voran hier mit Barbara Liebert, die wirklich das fantastisch zusammengehalten hat, glaube ich, einige Nightmares überstanden hat in den letzten 12 Monaten. Und mit extrem positivem Spirit, genauso wie Nina Eckhardt, Laura Hauptmann und Hanna Doppel, aber auch natürlich Medienarbeit, gerade in Zeiten wie diesen noch wichtiger. Danke dir, Susanne. Und auch Katharina und auch Nisrin Satya, neuem Team. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine analoge Art Week stattfinden lassen können. In der Zwischenzeit wünsche ich wirklich allen stay healthy, stay sane. Und ich hoffe, dass Sie viel Zeit vorm Screen finden, um diese fantastischen Programme live mitzuerleben. Danke. Wir haben jetzt gleich die Live-Einspielung eines Statements von Stella Rolig, Direktorin des Belvedere, und auch hier das Feedback von Anfang an immer unterstützend. Wir machen das und ziehen das durch, und herzlichen Dank, Stella. Du bist am Wort. Einen schönen Vormittag, sehr geehrte Damen und Herren. Die Lage ist ernst, aber die Vienna Art Week macht Hoffnung. Die Vienna Art Week gibt nicht auf, sie geht online. Und das Belvedere 21 als Partner der Vienna Art Week ist auch online dabei. Wir haben in dieser Kunstwoche etwas ganz Besonderes zu bieten: die große Ausstellung von Maya Wukoje, die eigentlich real diese Woche hätte eröffnet werden sollen, geht ins Netz und wird gleichsam eröffnet durch ein Künstlerinnengespräch, das die Kuratorin Luisa Zeyer mit Maya Wukoje im Rahmen der Art Week führen wird.
Wir hoffen, dass Sie bei vielen Gelegenheiten dabei sind, dass Sie in Studios mitkommen, dass Sie zu Ausstellungen mitkommen und dass Sie auch ganz bestimmt bei Maya Wokoya dabei sind, dann am nächsten Dienstag, den 17. November. Kunst online zu rezipieren, Kunst online anzusehen, das hätten wir alle uns vor einigen Monaten noch nicht wirklich vorstellen können. Es hat eher als Ausnahme gegolten, als ein Hilfsmittel, das man in Recherchen vielleicht eingesetzt hat oder quasi als Nebenprodukt wahrgenommen hat. Die Corona-Krise hat unsere Wahrnehmungsgewohnheiten da sehr verändert und nicht nur zum Schlechten. Wir haben gelernt, dass man durchaus auch online Galerien besuchen kann, durch Museen flanieren kann, Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern führen kann. Und genau das wird die Vienna Art Week jetzt in der kommenden Woche machen. Seien Sie dabei, schauen Sie sich viel an. Es wird noch eine Zeit lang so bleiben und vielleicht auch lange über Corona hinaus. Vielleicht wird der virtuelle Atelier-, Galerien-, Museumsbesuch etwas sein, was uns in Zukunft selbstverständlich sein wird. Ja, danke, Frau Stella Wollig, für das Statement und für die fantastische Zusammenarbeit. Und ich darf gleich weiterleiten an Frau Dr. Grinzinger, stellvertretend für die vielen fantastischen Galerien, die wir hier in der Stadt Wien haben. Und Ursula, ich freue mich sehr, dass du uns begleitest und ich freue mich auch sehr, dass wir drei deiner Künstlerinnen in unserem House of Rituals präsentieren dürfen und bitte, dein Statement. Ich habe die Möglichkeit gehabt, jahrelang die Vienna Art Week zu beobachten und war eigentlich fast immer dabei. Ich finde, dass das ein sehr wichtiges Festival ist, das international ein großes Renommee erreicht hat. Wo immer ich mich aufhalte und durch die Messen, die in der Vergangenheit ja möglich waren, war ich an vielen Orten von Asien bis Amerika, ganz Europa und immer wieder sprach man von der Vienna Art Week. Sie hatte sich in den 16 Jahren unglaublich entwickelt, mit all ihren Inhalten, Performances, Lectures, Ausstellungen, Diskussionen etc. Darum finde ich es sehr wichtig und besonders im heurigen Jahr, im Covid-Jahr, dass wir Galerien dabei sind. Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und wir sind eigentlich, oder ich bin sehr überrascht, dass wir in diesem Jahr sogar offen halten, in diesem Monat offen halten dürfen. Als ich die Galerie begann, das war vor 50 Jahren, im nächsten Jahr ist das Jubiläumsjahr, konnte man sich nicht vorstellen, dass Galerien dem Handel zugesprochen werden. Es war damals, war Kunst sakrosankt und es waren Informationsgalerien und man konnte nur in der Hauptsache, es gab ja nicht sehr viel Sammler vor 50 Jahren, Museen verkaufen oder der Ludwig-Stiftung, die uns wirklich sehr in die Arme nahm. Heute sind wir in der Sektion Handel und der Kunstmarkt hat sich enorm entwickelt. Dennoch ist es unglaublich schwer für Galerien, ein Durchkommen zu finden in der jetzigen Zeit. Es fehlen die Messen, es fehlt die ganze Struktur. Und es wurde noch gar nichts für die Messen, für die Galerien getan. Ich spreche dafür all meine Kollegen, trotz Appell, trotz Petition. Und es wäre schön, wenn die Kultur vom Bund und Stadt endlich daran denken würden, auch uns unter die Arme zu greifen. Nicht nur uns, sondern den Museen, das Ankaufsbudget über die Galerien zu erhöhen. Aber das ist nur ein Side-Branch sozusagen. Ich bin sehr froh, dass wir im heurigen Programm drei Aktionen mit dabei sein durften. Das ist das Heidi-Video.
Heidi wurde 1992 in der Galerie Krinzinger in der Seilerstätte aufgebaut von Paul McCarthy und Mike Kelly. Es ist also das Video aus jener Zeit, das war eine Sensation, dass diese beiden Künstler, die damals gar noch nicht so bekannt waren, dort eine Architektur errichteten, dass das Heidi-Haus genannt wurde, dass sie dieses Heidi-Epos, wenn man es so nennen möchte, man möchte es fast, dort auf eine ganz eigenartige und sehr kritisch, sozialkritische Art aufführt, mit verschiedensten Techniken, Video, Performance, Verkleidung, Entkleidung, ein unglaublich kritischer Ansatz. Dieses Video ist um die Welt gegangen und ich freue mich, dass es hier im Festival oder in der Wiener Art Week präsent sein kann. Dann noch Marina Abramović. Mit Marina Abramović arbeiten wir schon seit 1975. Ich habe sie damals aus Serbien eingeladen und sie hat die erste Performance in der Galerie Krinzinger Innsbruck gemacht. Und sie ist hier präsent mit einer Performance, die sie damals nach Brasilien brachte und wo sie die Energieorte untersucht hat, wo kristalline, also wo Minen kristalline Gesteine herausgefördert haben und die sie als Unterlage oder als Energiequelle für ihren Körper und weitere Untersuchungen benutzt hat. Ein weiterer Beitrag von Hanna Kamm-Schuller, ein österreichisches Künstlerduo, die schon weit über die Grenzen bekannt sind. Und da Roswitha hier ist, kann sie dann näher über ihre Präsentation, nämlich der beiden, berichten. Zurück noch zum Programm der Galerie Krinzinger und der Krinzinger Projekte. In der Galerie zeigen wir einen Künstler und ich glaube, er ist einer der wichtigsten seiner Generation. Zumindest sollte man wirklich aufmerksam sein. Es ist Christian Eisenberger, der in den hiesigen Institutionen noch nie eine Einzelausstellung hatte. Was überrascht, auch nicht in irgendwelchen Projekträumen, großen Projekträumen. Er zeigt in allen Räumen der Galerie, das sind immerhin an die 400 Quadratmeter, eine Übersicht seiner malerischen Arbeiten, die nicht Malerei im herkömmlichen Sinn sind, sondern es werden verschiedenste Materialien verwendet, Schüttungen verwendet, Klebestreifen und geht dann über in sein performatives und Landart-Werk. Die Ausstellung heißt Sehen Sie tief, sensitiv. Also kommen Sie und sehen Sie tief. In den Krinzinger Projekten zeigen wir die Arbeiten zweier hochinteressanter deutscher Künstlerinnen. Steffi Gutheil mit realistischer Malerei. Dort sollten Sie unbedingt hingehen, das ist im 7. Bezirk. Und parallel dazu Bianca Kennedy, eine Künstlerin, die großes Aufsehen erregte, mit einem dreiteiligen Video, wo sie über 250 Filme untersucht hat, nach Badewannenszenen und die nebeneinander setzt. Und jeder kann daraus für sich sehr viel herausholen. Ich glaube, das ist so ungefähr den Bogen, den ich spannen wollte. Und ich finde es gut, dass so viele Galerien teilnehmen und dadurch auch ihre Wertschätzung der Art Week gegenüber zeigen. Und ich bedanke mich, dass wir teilnehmen und möchte Martin Böhm noch vielen Dank ausdrücken. Wir danken, ja. Ja, danke, Frau Dr. Dir. Ja. Danke, Frau Dr. Krinzinger. Ich freue mich persönlich auch sehr auf dein Programm, auch das Programm aller anderen Galerien. Und bevor ich weitergebe, möchte ich eine Person noch erwähnen, die heute nicht hier ist. Angela Stief, die uns auch über die letzten Monate beratend kuratorisch zur Seite gestanden ist und jetzt ja als Chief Curator in der Albertina Modern gelandet ist und auch eine fantastische
Kooperationspartnerin für uns. Und jetzt darf ich weitergeben, geben an Roswitha Schuler, fantastische Arbeit, die wir im House of Ritual zeigen dürfen. Und ja, herzlichen Dank. Ja, danke schön auch. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mit dabei sein darf und auch wieder eingeladen worden bin von der Artweek. Also Markus Heinerkamp und ich waren ja auch schon mehrfach jetzt in verschiedenen Formaten eigentlich präsent, sei das, dass wir bei Diskussionen und Panels und Podien dabei waren, aber auch mit Ausstellungstätigkeit, und es ist jetzt sehr, sehr schön, dass es eigentlich die Möglichkeit gibt, weiter auszustellen, auch wenn sich das in einen digitalen oder virtuellen Raum verlagert. Also ich finde es für alle Künstlerinnen und Kolleginnen gesprochen eigentlich sehr wichtig, dass wir versuchen jetzt gemeinsam mit Institutionen und Festivals an Formaten zu arbeiten und das nicht nur so eine Bringschuld der Künstlerinnen ist, jetzt Content zu liefern und eigentlich irgendwie den Plattformen, die ja sehr dominant sind wie Facebook, Instagram und so weiter, eigentlich selbstständig immer zu befüllen, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass auch über Rahmenbedingungen und Formate gesprochen wird. Und auch durchdacht wird, wie man die aufsetzen kann. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, der uns in Zukunft begleiten wird. Oder das sind ja auch vielleicht, wie du, Robert, gesagt hast, auch Vorbereitungen, die man jetzt ja nicht nur geschuldet der speziellen Situation jetzt trifft, sondern die ja vielleicht auch für weitere Formate interessant sein werden. Und das ist vielleicht ja auch die Möglichkeit, dieses Geflecht, was die Artweek ja immer gemacht hat, irgendwie so global und local zusammenzuführen, also im kleinsten Detail zu sehen, wo sind die Studios und wo sind die Akteure und wo sind die Schauplätze, aber wer kann sich noch zuschalten und wer diskutiert noch mit. Also das finde ich sehr schön, dass es da eigentlich dieses Setup gibt, wo die Arbeit eingebracht wird, und dass es eigentlich ein Ausstellungsformat gibt mit dem House of Rituals, wo Arbeiten ja dann auch in einen Ausstellungskontext präsentiert werden, auch wenn der jetzt digital gespiegelt ist. Ich möchte auch ganz kurz, weil Ursula ja auch schon über die Kollegin gesprochen hat und ihre Werke auch erzählen, was unser spezieller Beitrag für das House of Rituals ist. Markus und ich arbeiten ja schon seit vielen Jahren an dieser Schnittstelle von Bildhauerei, die zu einem Artefakt wird und dadurch halt auch in so einen Bewegungszusammenhang oder in so einen Sinnzusammenhang gestellt wird. Das heißt, dass Objekte nicht für sich statisch oder autonom am Podest, am Sockel oder in dem White Cube stattfinden und begangen werden, sondern dass sie durchaus mit Akteuren, Schauspielerinnen oder eben auch Schamanen oder allen möglichen Praktikerinnen zusammenkommen. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht ein Interesse, sich dem einfach so auszusetzen, was das Ritual betrifft, einfach Rituale zu wiederholen oder nachzuahmen oder einfach irgendwie affirmativ aufzunehmen, weil ich sehe eigentlich den Ritualbegriff auch kritischer und ambivalenter, nämlich nicht zu sagen, das Ritual ist jetzt, dass ich mir jeden Tag den Kaffee irgendwie besonders aufbrühe, das ist, finde ich, irgendwie eine sehr marktwirtschaftlich konformistische Art und Weise, ein Ritual irgendwo in den öffentlichen Raum oder in den virtuellen Raum zu stellen, sondern man sollte sich auch anschauen, was kann dieses Ritual, das ist ja auch etwas, natürlich was sehr stark mit religiösen Riten, aber auch Rechtssystemen im weitesten Sinne oder Regelwerken zu tun hat. Und ich glaube, gerade diese Art von Regelwerk ist, was uns sehr interessiert, und das spezielle Filmprojekt, das wir jetzt im House of Rituals zeigen können, ist eine Filmarbeit, die in Sinop am Schwarzen Meer entstanden ist. Das ist eine sehr kleine türkische Stadt, die aufgrund seiner sehr starken linkspolitischen Ausrichtung eigentlich sehr problematisch im Kontext mit der Regierung stand immer. Dort aber eine sehr interessante Biennale veranstaltet, die jetzt leider auch eingestellt worden ist, geschuldet der Situation. Und wir haben dort an einem Ort gedreht, also so einen spätottomanischen Behördengebäude, das für die Atomkommission der Türkei als Besprechungsraum und Ort genutzt wurde, um dort eigentlich ein Atomkraftwerkprojekt in dieser Kleinstadt am Meer aufzuziehen. Und wir stellen dem gegenüber Handlungen von Reinigungsfachkräften aus dem Ort, also ich sage es jetzt mal so, wie es ist, also Putzfrauen aus der Region, die dieses Gebäude mit Kristallreinigung eigentlich heilen und reinigen, aber natürlich in einem sehr, sehr witzigen und auch tiefsinnigen und auch bösartigen Sinne, weil einerseits gibt es natürlich, und das ist, ich glaube, das ist ein bisschen diese Brücke zu Abramowitsch, es gibt natürlich sehr stark diese Kristallheilung in verschiedenen rituellen Kontexten, also im Sufismus zum Beispiel, der ja auch in der Türkei
auch verwurzelt ist. Andererseits richtet sich das natürlich als Aktion, irgendwie als absurde Tätigkeit gegen eine Regierung oder gegen ein politisches Konzept, das da eingeführt worden ist. Ich glaube, das ist auch damit recht stellvertretend, wie wir mit Objekten arbeiten, dass wir schauen, wo sind die Orte, an denen wir uns bewegen, was nehmen wir mit, was setzen wir ein und wie funktionieren Artefakte für uns, was ist da dieser bildhauerische Kontext. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal wegkommen von diesem speziellen Ausstellungsformat und auch nochmal die Studio-Visits ansprechen, bei denen wir auch vertreten sein werden und wo wir uns sehr freuen, wenn viele, viele Interessierte zuschalten. Ich finde, das ist vor allem auch ein Herzstück, wie Robert auch gesagt hat, der Artweg, weil es irgendwie doch ein bisschen breiter vielleicht ist, als wo die Galerien ihr Publikum abholen können. Das ist eine Öffnung, die jetzt nicht nur, also die weder Museumsraum ist noch Kunsthandelsraum, sondern wo wirklich eine ganz breite Öffentlichkeit eingeladen ist und immer wieder auch dabei war, reinzuschauen, in Kontakt zu kommen mit Künstlerinnen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass so ein Format stattfindet und vor allem, dass es stattfindet in einer Form, wo wir jetzt nicht unsere Interieurbilder quasi aus unseren Studios zeigen und irgendwie so ein schöner Wohnenprogramm quasi machen, was ja durchaus im Frühjahr vielfältig passiert ist, glaube ich auch dem Stress geschuldet, schnell nach außen zu gehen, sondern dass wir wieder auf Inhalte schauen und auch im Austausch mit Esel sicher irgendwie spannende Diskussionen haben werden. Und ich freue mich da sehr drauf und hoffe, dass viele bei uns hinklicken oder anklicken. Ja, herzlichen Dank, Roswitha. Auch wir freuen uns da sehr, wieder Einblicke zu bekommen in eure Arbeit. Und ja, ich gebe noch einmal ein letztes Mal weiter an Herrn Zisser, Gründer der Notgalerie und auch hier vertreten im House of Rituals mit einem fantastischen Relikt der Notgalerie. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch gleich beim Robert und beim Martin Böhm noch bedanken für die Einladung, für die Einbindung der Notgalerie in die Wiener Artweg 2020. Es war ursprünglich ja geplant, dass das hier im Dorotheum stattfindet. Herr Martin Böhm hat ja schon am Anfang gesprochen, wie viele ständige Änderungen, Adaptionen einfach in der letzten Woche, in den letzten 10 Tagen passiert sind. Es war hier auch fantastisch, wie schnell das Projekt der Notgalerie und die Verortung eines Teils der Notgalerie vom Dorotheum jetzt ins House of Rituals wandern konnte. Die Notgalerie selbst wurde diesen Sommer zerlegt. Das war ein Projekt, das 2015 begann, 2015 noch als Besetzung eines leerstehenden Kirchengebäudes, einer leerstehenden Holzbarackenkirche, die als Notkirche 2000 aufgegeben wurde und eigentlich schon 1946 als Notkirche in Döbling eröffnet wurde, einmal schon dann zerlegt und gewandert ist und von mir dann in dieser Besetzung von der Notkirche zur Notgalerie transformiert wurde, mit einer großen Gruppe von Künstlerinnen als Beitrag, als Reaktion einer autonomen Kunstszene auf eine institutionalisierte Kunstpraxis, auch als Kritik dieser gesetzt wurde. In dieser Besetzung wurde dann eine komplette Relokation gemacht. Das war 2017, als das Gebäude zum ersten Mal abgerissen werden sollte und dann in die Seestadt gekommen ist, wo dann ein spannender nächster Schritt passiert ist, war nämlich ein ganzes Projekt, was als autonomes Besetzungsprojekt gestartet hat, auf einmal selbst, wo ich vom Besetzer zum Besitzer geworden bin und das ganze Projekt sich langsam selbst von der Institutionskritik in den Institutionsraum bewegt hat. Dort in der Seestadt ist es dann jetzt über 3 Jahre weitergegangen und wie immer meine Arbeiten oder die Arbeiten dieser von Künstlerinnen Verhältnisse untersuchen und diese auch kritisieren und dann in diesen Verhältnissen oft einen Schritt zurückgehen, was da auf einmal der Schritt, dass man von einer Betrachtung einer Institutionspraxis auf einmal in die Betrachtung einer Städtepraxis, einer ganzen Wien-Praxis, eines Stadtentwicklungsgebietes gewandert ist und da auch immer stärker in dem Projekt sich dann nicht nur mit dem Konzept der Notkirche, diesem Konzept der Notgalerie, sondern auch mit dem Konzept von Raum, mit dem Konzept von Öffentlichkeit und mit dem Konzept von Kunst im öffentlichen Raum und der Setzung von Kultur in diesen beschäftigt hat. Es ist dann über diese Jahre, sind dann bis 2020 auch über 30 Ausstellungen passiert und es ist dann 2020 ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass das Projekt dort abzubauen, die ganze Notgalerie zu zerlegen und da das auch weiterzugeben. Es ist dann ziemlich mit Start des Projektes war dann dieser erste Shutdown und war dann noch die Überlegung, wie kann Kunst, Kultur, wie kann so ein Projekt stattfinden. Das war dann die
das Weitergehen in diesen, die Thematisierung vom öffentlichen Raum, in dem sie immer stattgefunden hat, und dann eine Zerlegung des ganzen Gebäudes, des ganzen Projekts in vielen Schritten stattgefunden hat, wo das ganze Gebäude von einer offenen Bühne wurde und mit über 100 Künstlerinnen den Sommer die Zerlegung als ein Ritual, als eine Praxis stattgefunden hat, wo das Gebäude immer mehr sich zerlegt hat und dieser entstehende öffentliche Raum, die Plattform für Präsentationen, Interventionen, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und ganze zusammenhängende Ausstellungsformationen war. Die Zerlegung des ganzen Gebäudes ist dieses Mal nicht passiert, um das direkt neu aufzubauen, sondern ist passiert, um da den ganzen Apparat selbst neu zu denken und da Flussrichtungen zu ändern und zu zeigen, dass eine Institution nicht das Zentrum ist, zu dem sich Künstlerinnen hinwenden, ständig hinbewegen, sondern dass die Institution selbst sich den Künstlerinnen und der Kunstszene und dem Begriff des Werkes zuwenden soll und in das übergehen soll. Im Umsetzen dieser Idee, dieses Konzepts, ist die Notgalerie jetzt an sämtliche Künstler, also wird die Notgalerie an sämtliche Künstlerinnen, kunstinteressierte Institutionen, Galerien und kunstinteressierte Personen weitergegeben. Dazu wird im Zerlegen dieses Holzgebäudes aus 10.000 Einzelteilen, jedes Teil nummeriert, und interessierte Personen übernehmen Leihverträge und sagen, sie passen bis zu 5 Jahre auf solche Teile auf. Das sind jetzt bis jetzt ungefähr 500 Personen, die Teile übernommen haben. In dieser Dezentralisierung bewegt sich aber jetzt auch dieses größere Konvolute als neue quasi Notgalerie-Manifestationen an verschiedene Orte. Dabei wäre jetzt hier geplant gewesen, eine Manifestation in Form des Portals, also quasi des Eingangs, der repräsentativen Schwelle, um vom Außen ins Innern, vom öffentlichen Raum in den geschlossenen Raum zu gehen, hier im Dorotheum aufgebaut worden, jetzt im House of Rituals als Eingang aufgebaut. Und auch dort ist wieder jeder eingeladen, weitere Teile, ich habe es hier liegen, auch so, sind so Teile, wie das aussieht, sind so Innenwandteile der Notgalerie, sind alle eingeladen, weiter diese Teile zu übernehmen, um eben Teil dieses dezentralisierten Projekts zu werden. Es ist da jetzt auch in diesen verschiedenen Entitäten, wie sie stattfinden, sind jetzt einem House of Rituals, es sind Einzelteile bei Personen, steht ein ganzes Raumeck, die Notgalerie steht am Attersee, es wird gerade geplant, den Container, weil immer 80% der Notgalerie sind in einem Container, vielleicht nach Tirol zu bringen. Und was jetzt noch auch noch parallel immer noch ist, ist einfach die Plattform, die in der Seestadt, wo die Notgalerie war, gebaut wurde, um dort das Fundament für 3 Jahre zu sein. Diese Plattform ist jetzt auch ein neues Modell, ein neuer Modus der Notgalerie, nämlich die Plattform für zeitgenössische Kunst, die jetzt mit einem sehr ungewissen Zeitfenster, mit einem Ablaufdatum stattfindet, wo seit gestern eine erste Ausstellung im öffentlichen Raum bei der U-Bahn-Station U2 Aspern Nord mit an der Tür zur Seestadt aufgebaut wurde. Das ist auch eine Ausstellung, die nicht nur von jedem jetzt besucht werden kann, weil es ein öffentlicher Raum, sondern die auch von jedem ständig adaptiert und erweitert werden kann. Also kann jeder kann die Formation dort ändern, kann selber arbeiten, einbringen. Und ja, also der Titel der Ausstellung oder dieser neuen Notgalerie-Adaption ist jetzt The Crack in Eternity is the Now, also der Riss in der Ewigkeit ist das Jetzt, beziehungsweise eben ganz kurz gesagt, der Riss ist das Jetzt. Das ist auch eine Position, mit der wir jetzt alle auch konfrontiert sind, dass wir innerhalb kürzester Zeit in diesem Riss, in dieser Gegenwart, die sich ganz, ganz schnell ändert, neu adaptieren müssen, neu funktionieren müssen, was, glaube ich, eine ganz großartige, aber auch Möglichkeit ist für junge Kunstinstitutionen, für junge Künstlerinnen, für das, was man als Off-Spaces und Artist-Run-Spaces kennt, Produktionsweisen und Funktionsweisen, die aus einer prekären, autonomen Kunstszene vielleicht schon im Alltag von Kunstschaffenden und Künstlerinnen sind, dass das eigentlich Funktionsweisen sind, deren sich jetzt auch große Institutionen, große Häuser bedienen müssen, weil sie jetzt mit einer prekären Lage konfrontiert sind,
die, glaube ich, viele Künstlerinnen aus der autonomen Kunstszene schon lange kennen. Und ich finde es da sehr spannend, wenn dadurch verschiedene Positionen jetzt auch zueinander finden können, weil die einen der anderen bedürfen, was, glaube ich, ein Grundmodus ist, der in den Projekten der Notgalerie schon von Anfang an stattgefunden hat. Und auch da jetzt die noch zum Abschluss möchte ich noch sagen, eben die, wenn ich jetzt vorgestellt worden bin als Künstler, freier Kurator und Begründer der Notgalerie, sind das eigentlich verschiedene Seiten einer Position. Und in dieser Position ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass es eben das Kollektiv ist von mittlerweile fast 200 Personen, Künstlerinnen, Kuratorinnen, kunstinteressierten Menschen, die in diesem Projekt sich mit ihren Beiträgen selbst manifestiert haben und darin das ganze Projekt abgebildet haben. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt diese Verwahrung und diese Verteilung und auch das Objekt selbst zeigen konnten. Und ja, gebe dann wieder zu dir. Ja gut, vielen Dank für die Wortmeldungen, vielen Dank fürs Dasein. Ich habe jetzt zwei Fragen hereingespült bekommen. Das eine bezieht sich auf die Ausstellung House of Rituals. Diese Ausstellung ist ja nicht fürs Publikum geöffnet. Und jetzt war nochmal die Frage, mit welchen Formaten hier diese Ausstellung erlebbar gemacht wird. Ja, das kann ich kurz beantworten. Einerseits, so wie wir den Teaser jetzt schon präsentieren konnten, werden wir eine Online-Führung durch das Haus anbieten. Das ist ab Montag, dann wird das online gestreamt werden können, wo wirklich jede Arbeit auch in diesem auratisch sehr aufgeladenen Einfamilienhaus hier dann präsentiert werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden dann aus dem Haus auch noch etwa ein Gespräch Erwin Wurm, Elisabeth Samsonow streamen können. Das passiert auch nächsten Freitag. Diesen Freitag werden wir streamen eine sehr, sehr schöne Performance und auch Musik live sozusagen von Scott Clifford Evans und der hier ein kocht, also Cliff is Cooking, auch da auf Mormonen-Rezepten seiner Heimat in Utah basierendes Rezept, auch wieder, wenn Sie schon nicht zur Atwe kommen können, wir kommen zu Ihnen nach Hause in der Küche sozusagen. Und wir haben auch, was diese musikalischen auch Interventionen einer Mia Sabelka zum Beispiel anlangt, haben wir einen eigenen Spotify, eine Playlist erstellt. Auch da so quasi der Gedanke wieder, Sie können da wirklich relaxed auf Ihrem Sofa zu Hause die Artwork live erleben. Und ja, wir werden sicher auch Facebook-Streaming etc. machen, Zoom-Meetings, Zoom-Interviews auf der digitalen Seite. Und es gibt auch, einfach uns zu kontaktieren, eine sehr kleine Anzahl von Slots, wo man im Grunde genommen den Schlüssel bekommt und das Haus alleine erleben kann. Vom Keller bis zum Dachboden, fantastische Arbeiten. Und wir nutzen da wirklich jeden Raum von der Toilette mit einer One-Minute-Sculpture von Erwin Wurm bis zu José Galindo mit einem Video, Oliver Hangl mit einer Schaukel in zwei verschiedenen Räumen. Also ich würde mich freuen, wenn wir diese Slots auch wirklich gut vergeben können. Ich glaube, es zahlt sich aus. Es ist in Simmering, freut mich auch, dass wir hier an die Peripherie gehen konnten, nicht erster Bezirk sozusagen, und hier auch jetzt diese Arbeiten in einem nicht White Cube präsentieren können, sondern wirklich in einem noch bis vor kurzem von Familien genutzten Haus, das irgendwann später abgebrochen wird. Und hier wo auch noch so quasi Spuren der Kleinfamilienrituale spürbar sind. Und ja. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass diese Frage gut beantwortet werden konnte. Noch eine zweite Frage, eher so ein Ausblicksthema. Und zwar die Vienna Art Week hat ja auch in den letzten Monaten schon umgestellt auf digitale Formate. Also es gab ja immer wieder Online-Talks. Die Frage ist, ob das in Zukunft noch ausgebaut wird, ob das erweitert wird. Genau.
Ja, Martin Böhm hat es schon angeschnitten in seinem Statement, dass wir schon seit letztem Jahr wirklich einen großen Schritt gemacht haben in Richtung Digitalisierung, und das werden wir wirklich fortsetzen. Schon im ersten Lockdown haben wir diese Online-Studie, wie es jetzt gemacht, Diskussionsreihen etc. Ich glaube, das werden wir sicher fortsetzen. Der Gedanke war ja, dass wir die Vienna Art Week als Bühne für diese fantastische Kunstszene in Wien nicht nur diese eine Woche im November haben, sondern eigentlich das ganze Jahr als Plattform der Wiener Kunstszene da ist und wir hier viel stärker noch kommunizieren können, dass Wien aus meiner Sicht zu den Top 5 Kunststätten dieser Welt gehört. Und das Image ist natürlich sehr überlagert durch Musikstadt Wien, aber wir möchten das wirklich das ganze Jahr ausspielen, welche interessanten künstlerischen Inhalte hier in dieser Stadt geboren werden. Das ist das eine. Das andere, ich glaube, wir alle leiden darunter, dass wir nicht analog und nicht Ausstellungseröffnungen, nicht Künstlerfeste, ich glaube, dieser direkte Austausch, also ich sage das ganz bewusst, diese Umarmung nicht machen können, und ich freue mich ganz ehrlich drauf, wenn wir so rasch als möglich nach dem Lockdown auch wieder mit analogen Führungen, Partys, ich sage es ganz bewusst, fortfahren können, ganz ehrlich, ja. Ja, vielen Dank. Mir bleibt noch zu sagen, dass dieser Presse-Online-Talk aufgezeichnet wurde. Das heißt, für all jene Personen, die vielleicht später eingestiegen sind oder nochmal etwas nachschauen, nachhören möchten, gibt es das in Zukunft auf der Webseite der Vienna Art Week zur Verfügung. Und die ganzen Presseunterlagen sind wie immer auch im Pressebereich der Vienna Art Week Webseite zum Download bereitgestellt, also Textmaterial und Bildmaterial. Mir bleibt jetzt noch vielen Dank zu sagen in die Runde und auch an Sie zu Hause oder vor dem Bildschirm, wo immer Sie gerade sind. Und wir wünschen auf jeden Fall sehr viele vergnügliche Stunden und Tage, möglichst 24 Stunden bei der Vienna Art Week 2020. Vielen Dank.